Liebe Frank und Freifreunde, liebe Freunde von Franks bewegten 3 Minuten, heute bin ich richtig aufgeregt. Wir haben so viele Prominente schon vor der Kamera gehabt, aber heute ist der Mann neben mir, der eigentlich mein Idol in der Kommunalpolitik ist. Er ist ein ehemaliger Offizier, er ist ehemaliger CDU-Bürgermeister von Wetzlar. Zur Info für die, die dann nicht so in der Kommunalpolitik zu Hause sind, wir haben einen Oberbürgermeister, wir haben einen Bürgermeister, wird woanders erst der Beigeordnete oft auch genannt, aber hier bei uns ist der Bürgermeister auch schon ein wichtiger Mann. Es ist Klaus Breitsch, Sprecher von der CDU. Grüß Gott, Herr Breitsprecher. Grüß Gott, Herr Mingno. Ja. Wie geht es Ihnen denn? Sie sind jetzt auch schon ein bisschen im gesetzten Alter, darf man sagen. Ja, das ist sehr schmeichelhaft. Ich bin mittlerweile so stramm auf die 85 zu marschierend. Und das ist schon ein bisschen mehr als gesetztes Alter. Aber ich fühle mich so rundherum wohl, wenn man mal davon absieht, dass ich seit 3 Jahren alleine bin. Ja, das habe ich mitbekommen. Sie sind wieder zurück in der Politik, Sie sind wieder im Stadtparlament. Was hat Sie da angetrieben? Konnten Sie dem ganzen Irrsinn nicht tatenlos zusehen oder wie war das? Oder wollten Sie einfach den Sozis einen einschenken und den Grünen? Eigentlich weder noch, sondern das hat letzten Endes der Wähler so entschieden. Ich habe mich ganz bewusst auf den letzten Platz der Liste setzen lassen, aber durch Kumulieren und Panaschieren wurde ich plötzlich angefragt und war der erste Nachrücker. Und seitdem habe ich dann eine gute Nebenbeschäftigung weiterhin. Ja. Und wenn ich hin und wieder meinen politischen Gegner, die jetzt regieren, ärgern kann, dann tut das meinem Kreislauf gut. Ja, genau. Ist manchmal besser als eine Therapie. Geht mir mit der Satire auch so, gell? Wenn man den Leuten mal einen einschenken kann, anschließend geht man frisch nach Hause, oder? Da sehen Sie, da haben wir ja fast was gemeinsam. Ja. Habe ich doch schon immer gesagt. Aber jetzt mal, kann man aus dem Offiziersdasein, dem Militärdasein, etwas Positives mitnehmen in die Politik? Sehr viel. Ja? Erstens Menschenführung. Ja. Zweitens Organisation. Das war über die Jahrzehnte hinweg eigentlich mein Kernaufgabengebiet auch beim Militär. Ja, und dann vor allen Dingen, dass man nicht nur über Sachen redet, sondern sie dann auch durchsetzt. Das ist in der Politik natürlich schwieriger. Dort muss man sie gewinnen. Beim Militär war das für mich meistens einfacher. Da habe ich das einfach befohlen. Aber dort, wie auch in der Politik, sagen ja auch andere, habe ich trotzdem immer mein Ziel erreicht. Sie waren damals Sozialdezernent. Richtig. Ich hätte, bis ich das erfahren habe, keinen deutschen Satz bilden können, wo Breitsprecher und Sozialdezernent drin vorkamen. Der hätte der Computer Error gemeldet. Hand aufs Herz. Haben Sie sich gefreut, als Sie das wurden damals? Oder haben Sie gesagt, ach du lieber Gott, lauter so Sozialgedöns oder so? Nein, das nicht. Aber ich war mir dessen bewusst, dass ich auf dem Gebiet einen ziemlichen Nachholbedarf, was die Verwaltungsabläufe im Einzelnen anbetraf. Eigentlich war mein Hauptkerngebiet die Personalführung. Darauf habe ich besonderen Wert gelegt, aber das Dezernat war nun mal so zugeschnitten. Und wenn es eben so ist, dann muss man sehen, dass man daraus das Beste macht. Und es hat mal im Parlament tatsächlich einen Ausspruch des damaligen Stadtverordneten Borchers beziehungsweise Michalek, Fraktionsvorsitzende, ja, gegeben. Ich wäre der beste Sozialdezernent, den die Stadt Wetzlar gehabt hat. Hat er wörtlich mal so gesagt. Und das sagte ein Grüner, Herr Borcher. Das war doch Michalek in dem Fall. Das war ein, ja, genau, Grüner. Und ja. Ich habe das dann so hingenommen, ja, und war natürlich besser, als wenn sie gesagt hätte, das war die letzte Lusche, die wir hier auf diesem Posten hatten. Haben Sie denn sich schon mal montags, wenn ich Sie wieder so... Ne? Wenn ich da was geschrieben habe, ärgern Sie sich dann oder sagen Sie mal, ach, das war schön, der hat mich wieder mal erwähnt? Nee, ich ärgere mich nie darüber. Also wissen Sie, wenn Sie in der Politik sind, dann müssen Sie sich von vornherein darauf einstellen, vor allen Dingen, wenn Sie regieren, dass Sie zu Recht kritisiert werden. Ja. Von jedem, jedermann, ob gerecht, ungerecht Sie das empfinden. Und ich habe eigentlich ein gutes Nervensystem. Ja. Kostüm und ein dickes Fell. Also insofern, ja, glaube ich auch. Ja. Ist das nie mehr unter die Haut. Ja, ja, ja. Und die letzte Frage heute wäre das Weinfest, was heute hier eröffnet wird. Ich bin, ja, ein bisschen nass, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, weil wir eben durch den Regen gelaufen sind. Das ist in der Zeit eröffnet worden, als Sie Bürgermeister waren. Ja, ne? Können Sie was dazu sagen? Ja, die Grundidee dazu hatte der Fritz Kunz, der damalige, glaube ich, des Vorsitz des Gewerbevereins, aber er fand in Walter-Vohneberg, mit dem ich übrigens befreundet gewesen bin bis zum Ende unserer gemeinsamen Zeit,
hatte dafür keine Antenne, ich umso mehr. Und deswegen habe ich gesagt, okay, das machen wir. Und das ist nicht nur für mich, glaube ich, sondern mittlerweile für Zehntausende von Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt und des weiten Umfelds, das Fest überhaupt in Wetzlar geworden. Mhm. Also können wir stolz sein. Aber vom Alter her, haben Sie auch Woodstock erfunden, das große Festival in Amerika? Waren nee, Sie nicht, ne? Dafür habe ich sowieso gar nichts übrig. Hätte ich mir fast gedacht, ne? Alles linkes Zeug, gell? Oder? Nee, und das habe ich noch nicht mal so identifiziert. Das wäre in diesem Fall nicht zutreffend, aber dieses ganze so Massenaufgebot nee. Und so weiter und auch die Musik und so, das ist nichts für Sie. Das ist nicht mein Ding. Genau. Da würde ich mal sagen, ich wünsche Ihnen alle Gesundheit, die Sie haben können und dass Sie weiterhin ein treuer Lieferant für meine Pointen am Montag sind und für die Mittwochspointen. Da kommt immer wieder was. Mein Idol der Politik, der echte Klaus Breitsprecher. Vielen Dank für das Gespräch. Ebenfalls vielen Dank, Herr Minkow.